Okay. Okay, auf geht's. Oh boy. Los, los. Ich geb euch Deckung. Ich euch nutze nur 30 Schuss. Und Scheiß gibst du mir Deckung, Alter. Schieß die doch jetzt endlich mal. Alles muss man selber machen hier. Meine Fresse. Hey, hier. Achso, ich soll einfach weitergehen, oder was? Okay. Okay. Hätte mir auch mal vorher einer sagen können, ehrlich gesagt. Los. Elena, verramble die Tür. Ich hab's. So. Komm schon. Oh. Ja. Nate, das schaffen wir nicht. Weiter. Also jedenfalls nicht, weil ich sollte ihn einfach einer tragen, oder? Huckepack. Tolle die Eier. Oh mein Gott! Alter, er schießt den doch mal! Nein. Chloe, kann ich dein Ernst sein? Wieso muss ich denn alles selber machen? Weg. Oh boy. Ey, mir geht die Munition aus, Chloe. Mach was! Mein Gott. Die können alle nichts, ey. Ganz ehrlich. Wenn du auf die KI-Kameraden verlässt, bist du einfach verraten und verkauft. Und Gun kann ich eh nicht mitnehmen. Okay, dann haben wir wieder Munition. Los, Jeff, du packst das. Ich renn so schnell, wie ich kann. Du packst das. Nicht aufgeben. Oh, fuck. Kann ich Granaten? Ich hab keine Granaten. Wo lang, wo lang, wo lang, wo lang? Wo bist du? Da. Rein da, rein da. Mitnehmen. Weiter, weiter, weiter. Komm, im Stoff. Oh, scheiße. Du Bastard! Okay, sie steht noch. Glück gehabt. Nimm den Raketenwerfer mit da vorne. Der ist runtergefallen. Hier rechts. Nimm den mit! Komm schon! Chloe! Ach, fuck you! Chloe, los raus da! Oh Mann, Leute! Hey, die fucking Raketenwerfer, nehmt den doch einfach! Ah. Kann einer den Truck da? Ach, scheiß drauf. Wir gehen einfach weiter. Oh boy, jetzt sind sie an mir. Das gibt's doch nicht! Wieso tut ihr eigentlich keiner was außer mir? Mein Gott! Nee. Ey, ich hab keine Chance! What the fuck? Keiner hat den Schuss, die macht was! Ey, Mann! Oh, weißt du, da liegt so ein fucking Granatwerfer? Nö, wir sprengen die Karre natürlich nicht. Da stehen 30 Leute. Keiner von denen hat irgendwie mal Bock, auf die zu schießen. Alles muss ich machen. Perfekte Scheiße. Mein Gott! Aufgestaubt. Ich habe ihn vorhin nicht gesehen. Oh, Junge! Ich habe mehr Blei in meiner Fresse als in einer Bleimine. Was weiß ich? Wo gibt's viel Blei? Tempo! Nee, in Tempos eher nicht. Oh! Junge, ich krieg Raster, ey. Ausraster! Mein Gott! So viel Blei, wie der gerade noch gefressen hat, dürfte er eh mittlerweile tot sein, ganz ehrlich. Keine Sorge, wir schaffen es. Ach, plötzlich oder was? Ja, nicht. Nein, auf keinen Fall. Wir haben keine Wahl. Ja, komm, nee. Jeff. Okay, du hast es versucht, aber er kann nicht mehr weiter. Wir können ihn hier nicht sterben lassen. Er ist schon so gut wie tot und wir auch, wenn wir jetzt nicht gehen. Dann geht. Ja, niemand hält dich auf. Chloe. Ich hab nur versucht, dich zu retten, du Idiot. Chloe? Was soll das? Sorry. Waffen runter. Auf der Stelle. Bringt sie raus. Sie ist verletzt. Bringt sie zum Zug. Unglaublich. Du kannst es einfach nicht lassen. Dann sind wir jetzt wohl quitt. Nicht ganz. Hi. So. Das ist also dieser Drake. Habt ihr ihn hierher getragen aus dem Tempel? Schade. Nein! Jetzt sagt ihr mir, was habt ihr gefunden im Tempel? Die Antwort, nach der du suchst. Okay, ich weiß, wo der Stein ist.
Aber du findest ihn nicht ohne mich. Also, lass sie gehen. Dann führe ich dich zu ihm. Ah, mein Schatten. Du bist die Reporterin, die mich verfolgt. Du solltest beten, dass er nicht blafft. Durchsuch ihn. Na komm. Das ist Superman. Hier. Du hast wohl keine Verhandlungsgrundlage, Drake. Zurück zum Sammelplatz. Wir brechen gleich auf. Du kommst mit mir. Du kümmere dich um sie. Als ob er es nicht mal selber macht. Was ein Typ. Hä? Spasti. Und du arbeitest für das Monster. Ist besser als gegen ihn. Was war's denn wohl? Du knallst uns jetzt einfach so ab, oder was? Sieht ganz so aus, oder? Steh auf. Ich sag, steh auf! Oh, wow. Okay. Alles klar. Okay. Ja, genau. Okay, Bruder, ich hab's verstanden. Hab's verstanden, bin schon weg. Bin ich unerwünscht. Ist okay, ist okay, ist okay. Fucking hell. Hab ich eine Waffe? Nee, keine Leihwaffen. Okay. Muss ich was drücken? Nein. Okay. Oh, shit! Kurz Ehrenrunde gedreht, weiter geht's. Alles klar, alles klar. Ich guck mir nur die Gegend an, ich bin Tourist auf Durchreise. Oh mein Gott, und hier sind Terroristen auf Durchreise, so wie es aussieht. Meine Fresse. Gib Stoff! Also, wieso, hä? Warum klettert die nicht einfach? Oh Mann. Auf, jetzt hast du auch gleich eine Kugel im Rücken. Mein Fresse, sei froh, dass du schießt wie Stormtrooper. Hier rein! Runter! Alles klar? Ja, mir geht's prächtig. Und bei dir? Nur ein paar Schrammen. Okay. Oh Mist. Ich glaube, sie sind weg. Yeah, weiß nicht. Ich hätte dich da nicht mit reinziehen dürfen. Hast du nicht. Das war ich ganz allein. True. Nein. Ich meine, naja, das alles hier. Wir wussten, was auf uns zukommt. Okay, also, was machen wir jetzt? Ich gehe ihr nach. Das war ja klar, typisch. Ihr nachgehen. Flynn hat was von einem Zug gesagt. Oh! Das heißt, sie haben sie zum Bahnhof gebracht. Okay. Ja. Ist das der Zug, da drüben ja? Sein, hinter dem Wasserturm dort. Nate, sie hat auf uns gezielt. Ich weiß. Und sie hätte fast auch abgedrückt. Die anderen waren bloß schneller. Es ist kompliziert. Aha. Ja, bestimmt. Flynn wusste, dass sie bei mir war. Weißt du, was passiert, wenn Lazarevich merkt, dass sie ihn getäuscht hat? Ja, das weiß ich nur zu gut. Dann weißt du auch, dass ich keine andere Wahl habe. Die Ganoven-Ehre, was? Ja, so in der Art. Ich glaube, was anderes. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich habe keinen blassen Schimmer. Definitiv. Wie schön, dass sich manche Dinge nie ändern. Keine Ahnung, und davon eine Menge. Okay, gehen wir. Was? Oh nein, 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 nein. Du kommst nicht mit. Nate, hör auf. Okay? Wir müssen einen Zug kriegen. Ah ja. Genau hinter dir. Ausschwärmen! Fangt sie ab! Okay. Wenn ich Lazarevich wäre, würde ich übrigens den anderen Typen umbringen. Flynn oder wie der gleich noch hieß, ne? Weil ich meine, der ist so dumm. Der hat einfach komplett verschissen. Der hat eine Oh mein Gott. Ich brauche eine. Der hat eine Aufgabe und die hat er vergeigt. Ja, und der da drüben liefert mir doch gerade eine Waffe. Das ist doch die Gelegenheit. Oh, oder der hier. Da ist er! Ja, well. So war es eigentlich nicht geplant, aber I mean.
geht natürlich auch. So, da ist die zweite Waffe. Oh, ist wieder eine Fall. Geil. Ehrenmann, Alter. Der weiß doch, was ich will. Der weiß, was ich brauche. Okay, Granaten haben sie auch dabei. Sehr gut. Dann kann ich vielleicht auch noch ein, zwei snacken. Das ist doch wundervoll. Nichts Achtung. Zack, hättest du mal die Beachtung gemacht. Und tschüss. Alles klar. So, Schluss. Ich weiß, die, wo ich denke, sind safe Kopf-Headshots, genau. Headshots. Das sind keine. Und die, bei dem ich mir ziemlich sicher war, was der daneben ging, nämlich der hier gerade, das ist ein Headshot. Beeindruckt. What? Dass ich sie alle allein geschafft habe. Beeindruckt? Ist nicht das richtige Wort. Beleidigt? Was ist dann das richtige Wort? Schockiert? Schockiert ist wahrscheinlich das richtige Wort. Ja, true. True. Okay. Wasserturm. Ich sehe keinen Wasserturm. Perfekt. Naja, dann wahrscheinlich einfach in die Richtung, von der die Gegner kamen, schätze ich mal. Das ist meistens die richtige. Achso, aber von hier kam ich. Well. Dann irgendwo hier lang. Oh. Nicht ganz, aber auch nicht ganz falsch. Gut, im Zweifel immer klettern, schätze ich. Von daher schauen wir mal, ob wir hier irgendwo klettern können. Ja, safe an den Schildern oder so wieder, ne? Nee, kein Schrot. Oder kann ich hier irgendwo hoch? Nee. Na, Leiter. Das ist so einfach und offensichtlich, die sehe ich gar nicht. Normalerweise muss ich mal irgendwelche Häuserfassaden hochklettern oder irgendwelche Straßenlaternen. Da kann ich doch nicht auf eine Leiter achten. Was? Halten? Siehst du was? Da ist eine Feuerleiter, aber ich komme nicht ran. Okay, warte einen Moment. Jojo. Okay. Wenn du oben bist, tritt sie zu mir runter. Ja, klingt nach dem Plan. Bitteschön. Danke. Hey, guck mal, was ich hab. Du hättest doch einfach die Schrotdose so von dem Typ da unten nehmen können, aber ja, ist in Ordnung. Weiter geht's. Ja, chill mal, deine Basis. Schon geil, dass die mir echt wieder eine Falle geliefert haben, ne? Ich hätte gedacht, dass ich jetzt hier so einen scheiß AK kriege. Sie hängt fest. Ja, dann gib ihm, kräftig drauf. Ich glaube, sie ist von der anderen Seite blockiert. Okay, ich suche einen anderen Weg. Und den Weg frei. Gute Idee. Ja, gute Idee, aber funktioniert halt nicht, ne? Okay. Suche einen anderen Weg. Ah, die Laternen. Ich sag's doch. Es sind halt immer die Laternen. Die Jahre im Zirkus zahlen sich aus. Sehr witzig. Ich komm vielleicht vom Zirkus, aber du bist hinter Gittern. Wow. Okay. Da wird auf jeden Fall scharf geschossen. Ey, du sollst da rüber. Nehme ich jedenfalls an. Schaffe ich den Sprung? Nee. Hey, wie läuft's mit der Tür? Ich arbeite dran. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich lang soll. Ich schaffe den Sprung doch nicht darüber, oder doch? Nee, der bietet mir auch gar nicht an, in die Richtung zu springen. Hä? Schaffe ich den darüber? Ja, kann ich auch nicht hinspringen. Ja, dann muss ich darüber an den Fenstersims, aber... Hä? Hey, sei mal ein Gentleman und öffne die Tür. Ach, was, Digga? Was denkst du, was ich hier versuche, verdammte Scheiße? Sag mir halt, wie zum Fuck ich zu der Tür rüberkomme. Da ist eine Feuerleiter. Kann ich die runterschießen? Nein. Muss ich kurbeln. Und kurbeln kann ich nur, wenn ich von... da oben hier von hier komme. Ja, aber wie komme ich darüber? Er macht den Sprung nicht. Keine Ahnung. Hey, ich bin noch hier oben. Ich weiß. Er springt halt nicht dahin. Kann ich mich auf das Schild draufstellen? Nein. Dann muss ich in die Richtung springen. Aber...
Ich kann hier nirgends abspringen, Leute. Er wechselt immer nur die fucking Seite. So, sagt mich ab. Wo zum Fick soll ich hin? Soll ich runter? Nein, runter bringt mich. Da war ich ja vorher. Oder nicht? Ja, natürlich war ich da vorher. Digga! Hä? Ich kann nicht mal loslassen. Ich kann auch nicht loslassen. Ich kann hier nichts tun. Ich bin auf diesem fucking Schild gefangen. Ich kann hier literally nichts tun. Das ist doch nicht euer Ernst. Oh, fickt euch, ganz ehrlich. Ihr dummen... Oh, mein Gott. Ja, passt. Na bitte, versuch's jetzt. Das ist nicht euer Ernst. Bin beeindruckt. Ja, ich nicht. Oh nein, hey, da ist jemand. Ja, dann... Hä? Ja, kann ich jetzt jemand von den scheiß Schildern runter irgendwann? Ja, Digga, Mann, die Steuerung sagt des Todes. Ich will auf die andere Seite von dem fucking orangenen Schild. Danke. Mein Gott. Das wird dir wehtun. Alter. Das glaube ich nicht, dass der viel davon gemerkt hat. Junge. Das ist eine dumme Scheiße. Lebt er noch? Sag mal, wie viele Kopfschüsse willst du noch haben? Danke. Okay, da kommen noch mehr. Oh mein Gott. Danke. Scheiß hast du. Komm, verreckt. Das waren wohl alle. Oh nein. Hör nicht auf. Ah ja. Na los. Gib dir Deckung. Wo? In welcher Welt? Ich hab noch einen Schuss. Ah, never mind. Ich krieg dann einfach wieder. Ich krieg dann einfach wieder Munition, wenn ich keine Munition mehr habe. Okay, cool. Junge. Okay. Ah, okay, das war scheiße dargestellt. Ganz ehrlich. Ja, man kann darauf kommen, dass man einfach direkt auf das Ding soll. Aber sorry. I mean, ne? Du siehst da ganz prominent diese Leiter, diese Plattform da stehen. Dann denkst du natürlich, dass du darüber sollst. Oh, Junge, es funktioniert einfach nicht. Auf welcher... Ich kann die Kamera nicht drehen. Auf welcher Höhe ist die Scheiße? Ich seh's nicht. Mein Gott. Tiefenwahrnehmung ist halt nicht existent in diesem Spiel. Wie komme ich denn jetzt da dran? Was eine Scheißstelle, Alter. Danke. Wieso durfte ich jetzt die Kamera da nicht reindrehen? Vorjahresmodell. Das wollte ich schon lange. Was? Du wolltest schon lange mal das Vorjahresmodell sein? Okay. Boah, Junge, das tiltet mich alles hier. Das ist eine Stelle, die ist wieder unschön designt gewesen. So, dann auf euch gescheite Munition dabei. Cool. Oh, sehr cool. Das hat sich gelohnt. Weißt du, sonst macht er immer so Riesensprünge, aber da konnte er nicht einfach auf die Wand drüber springen oder so. What the fuck? Wir sind beim Wasserturm. Weißt du, dass das super ist? Okay, runter. Alter, was eine Riesenbasis. Wir hätten den Raketenwerfer mitnehmen sollen. Gibt's einen Plan B? Ich arbeite dran. Na dann. Da ist sie. Oh, das sieht aber nicht so freundlich aus. Flynn hat sie. Hast du Zweifel? Nein. Okay. Ich glaube, die wollen aufbrechen. Wir müssen uns beeilen. Ich gehe da jetzt runter, allein. Nate. Warte, hör mir zu. Du hörst nie zu.
Du gehst jetzt darüber und holst uns einen von diesen hübschen Geländewagen. Hm. Du machst den Fahrer. Ich gehe da rein, schnapp mir Chloe und du kommst dann kurz danach mit dem Fluchtwagen. Ja, ist klar. Dir auch? Glaub schon. Los. Digga, das war, what the fuck? Sein Blick war gerade mal so. Okay. Ja. Ja. Gut. Dann sehen wir uns unten. I guess. Hält eine Pistole sowas eigentlich wirklich aus? Naja, der gute Waffenstahl. Ich liebe den Geruch von Zügen am Morgen. Weird Fetisch, aber okay. Kein Kingshaming, I guess. Ich habe das Gefühl, dass es keine gute Idee ist, hier eine Waffe zu benutzen, ne? Und dann sind die uns gleich alle auf dem Arsch. Wo muss ich nochmal lang? Ich habe den Plan noch nicht ganz verstanden. Können wir ihn wiederholen? Scheiße, ey. Hello? Ich muss doch hier durch, oder nicht? Weil ich kann hier auch nirgendwo klettern. Ja, Chloe, können wir da nochmal, nicht Chloe, Elena, können wir da nochmal kurz drüber reden? Irgendwas scheint unter deinem Plan nicht so ganz, nicht so ganz zu funktionieren. So wird's gehen. Wenn du meinst. Okay. Ja, die Musik lässt mir verraten, dass das hier gleich nicht mehr so clean ist wie jetzt. Oder? Oder habe ich mir die Musik einfach nur verarscht? Scheint so. Okay. Digga, was ein Labyrinth das hier ist, man. Wo ist der fucking Ausgang jetzt schon wieder? Da hoch oder was? Tatsächlich. Wenn das jetzt einer anmacht und du dir die Finger einklemmst, dann hast du Spaß. Der Zug. Verdammt, wie komme ich da runter? Was weiß ich, schlag die Scheibe ein. Ich würde fast schätzen, die Scheiben sind schusssicher. Sonst hätte ich jetzt einfach mal drauf geballert. Mich raten. Oh shit! Okay. Kann ich da festhalten? Nein, kann ich nicht. Dann einfach runter, schätze ich mal. Ja. Wie hat dieser Laden eigentlich keine Tür, Mann? Wie kommt man hier denn normalerweise rein? Ich meine, ich habe nicht mal eine verschlossene Tür gesehen. Ich habe einfach gar keine Tür gesehen bisher. Oh, jetzt sag mir nicht, dass wir dieses Ding da als Rambock benutzen, einfach da runter nageln. Oh, das ist so schwer, den kannst du niemals losschießen. Losschieben. Nee, kannst du auch nicht. Vielleicht kann ich das alte Ding bewegen. Nein, laber keine Scheiße im Leben nicht. Oh, okay. Well. Wenn das natürlich nur mit Handpumpe festhängt. Hauptsache wenig Aufmerksamkeit erregen, ne? Das war nicht so auffällig. Ja. 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 Oh! Präzisionsgewehr. Ja, für euch. Hallo? Ich kann nicht schießen. Warte mal kurz. Das tut weh. Oh. Clean. Macht ihn alle! Ich brauche mal was anderes als Schrot. Aber meins, Schrot ist vollkommen in Ordnung. Oh, das war eigentlich kein Treffer, aber ist okay.
So. Komm schon, Elena, wo bist du? Okay. Verdammt! Der Zug ist weg! Verdammt! Hört auf zu schießen! Aber wenn es denen doch gerade so viel Spaß macht. Okay, was ist das denn? Hazel lässt grüßen oder was? Sie sehen aus wie der Master Chief. Das macht denen kein Damage? Na los! Hi. Spring rein! Digga, was ist denn rein? Ich hoffe, die Reifen sind sicher. Kumpel, was ist mit dem Team? Was ist mit dem Team? Und? Hast du einen Plan C? Ja, gib Gas. Ich bin schon bei Plan Z, wenn es so weitergeht. Ich spring auf den Zug. Bist du total verrückt? Fahr einfach nah genug ran. Das beantwortet meine Frage. Drück schon drauf! Ja, okay, das erklärt dann auch, wie das Zug passieren konnte, I guess. Wo wir noch nicht in den Bergen sind. Wie bitte willst du sie von dem Zug runterbekommen? So weit habe ich doch nicht geplant. Natürlich. Ja. Okay. Okay, auf geht's. Halt dich fest. Noch ein Stück. Warte. Jetzt. Spring. Einfach rausgeschmissen. Nice one. Ja, gut. Aber ich meine, jetzt haben wir quasi die Möglichkeit, Chloe zu holen und dann ist Elena weg. Also, es ist auch nicht besser. Weiß ich nicht, Digga.